könnt ihr nochmal unseren improvisierten, tollen neuen Spiegel sehen. Ja, funktioniert super. Für italienische Verhältnisse geradezu neuwertig. Modern. Auf dem Weg nach Rom. Schöne Gegend ist es nicht, aber das Wetter macht mit. Noch ein Kommentar? Nö, wir haben noch 48 Minuten bis zu unserem Ziel. Aber irgendeine nette Seitenstraße, die wir in Rom versuchen zu finden, dort unseren Van abzustellen. Und dann Rom per Pedis, also zu Fuß, zu durchqueren. So, wir sind kurz vor Rom. Wir sind jetzt erstmal auf den Ring gefahren. So sieht das zumindest aus. Weil wir oben unseren Standplatz uns rausgesucht haben, also im Nordteil von Rom. Und wie der Berliner Ring fahren wir jetzt einfach auf den römischen Ring. Ja, wir sind inzwischen runter vom Römer Ring und sind jetzt auf dem Weg direkt Richtung Innenstadt. Die Straßen schön breit. Ich bin gleich. Ich freue mich auf die Innenstadt, auf die Enge und auf das Chaos. Aber wollen wir noch nicht die Teufel an die Wand malen? Wollen wir mal schauen, wie es so läuft. Sonst ist es nicht ungewöhnlich, dass hier drei Autos nebeneinander fahren, obwohl es nur zwei Spuren gibt. Dann kommt gerne mal ein Motorrad von links nach rechts. Also warten wir es ab, wie es gleich in der Innenstadt von Rom aussieht. Ein typischer Kreisverkehr in Rom, aber die Häuser hier sehen schon wesentlich ansprechender aus als noch in Neapel. Doch, der Verkehr ist wesentlich angenehmer. Ja, genau. Man fährt zwar trotzdem. Im Kreisverkehr abfahren auf Via Luigi Settembrini. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf Lungo Tevere Michelangelo. Und schlängeln uns hier so durch. Auch das ist Rom. Schön grün. Die Straßen sind leer. Ja, kaum haben wir das Auto abgestellt, den Van, nahe der spanischen Treppe, geht es auch schon durch einen interessanten Tunnel, ein mega langer Tunnel. Ja, da kommt die Katja und wieder nach vorne. Wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind in Rom angekommen. Und wo sind wir? Direkt an der spanischen Treppe. Strahlend blauer Himmel, schönster Sonnenschein und eine herrliche Aussicht. In Rom am Trevi-Brunnen ist mächtig was los. Schön leer hier, Katja, oder? Ja, ich habe gehört, letztes Jahr war hier keine Sau. Jetzt ist es wirklich sehr voll. Also man findet kaum ein freies Plätzchen hier am schönen Trevi-Brunnen. Thank you.
inzwischen sind wir am Pantheon angekommen. Und wie auch an allen anderen Stellen, es ist sehr, sehr voll hier in Rom. Ja, komplett Rom ist auf Achse. Und hier am Pantheon sind relativ viele angekommen. So, Katja, dein Eindruck von Rom bis dato? Voll. Voll, voll, voll. Ganz voll. Voll, voller Rom. Das erste Mal Eis essen in Rom. Ein Laden mit sehr, 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 sehr vielen Eissorten. So, wieder raus aus dem Eisladen. Gibt es sehr interessante Eissorten. Katja, hinter dir ein Auto? Für welche Eissorten, Katja, hast du dich denn entschieden? Pistazie, Schokolade mit Erdbeeren, also Bitterschokolade und wilde Erdbeere. Wilde Erdbeere? Bei mir ist es Green Apple und Frozen Joghurt Fragola, also sprich auch Erdbeer. Ja, aber sehr, 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 sehr geile Eissorten dort. Oh, guck mal. Kleines Eis, großes Eis. Ja. Na, so ist es halt. So muss sein. Piazza Navona. Wieder ein schöner Brunnen. Und dazu noch ein herrlich großer Obelisk. Und ein traumhaftes Wetter. So, hier sind wir an einem richtig großen Platz, Kreisverkehr. Wenn André mal da rumschwenkt, da seht ihr den Piazza Venezia. Dieses Gebäude sieht echt aus wie eins aus Venedig. Da seht ihr auch diesen Löwen mit den Flügeln. Typisches venezianisches Symbol. Und wenn André weiterdreht, dann seht ihr das Victor Emanuel-Denkmal. Erinnert mich ein bisschen an Berlin. Guckt euch mal den Mann auf dem Pferd an. Sieht aus wie der deutsche Kaiser. Und die Quadriga da oben. Und jetzt kommt ein Bus. Sehr pompös, sehr riesig. Ausgrabungen über Ausgrabungen. In Rom wird an vielen Stellen weiter gesucht, weiter geforscht, ausgegraben. Links und rechts Säulen, neue Baustellen und Ausgrabungen.
als eines der letzten Ziele auf unserer dreitägigen Rom-Tour schauen wir uns heute noch das Amphitheater an, also sprich das Kolosseum von Rom, 72 bis 80 nach Christus gebaut. Ja, steht's noch heute. Lange haben wir überlegt, wie ist es denn eigentlich zum Einsturz gekommen und haben uns gerade nochmal belesen. Und zum Teil durch Krieg, ja, irgendwelche Eroberungskriege, zurückgekommene Kriege, wie auch immer, aber vor allem durch Erdbeben. Also mehrere Erdbeben haben dem Kolosseum mächtig zugesetzt. So, am Abend in der Dämmerung, also Abend ist ja noch nicht wirklich, aber in der Dämmerung, noch am Musee Capitolini in der Nähe vom Venezianischen Platz. Auch hier wieder ein kleiner Rundumblick. Da hinten seht ihr noch den Sonnenuntergang. Und am Fuße der Treppe bereitet sich gerade eine Hochzeitsgesellschaft. Offensichtlich auf eine Trauung vor, die dann hier auch gleich stattfindet. So, an der spanischen Treppe vorhin unseren Rom-Ausflug begonnen und an der spanischen Treppe, aber heute mal oder beziehungsweise jetzt ganz oben, beenden wir dann auch unseren heutigen Rom-Tag 1. Katja, wie ist dein Fazit? Anstrengend? Nein, ich mag Rom, ich war schon öfter in Rom. Ich finde das faszinierend, wie viel historische Kultur an einem Fleck vereint ist. Gerade als Berliner ist man das ja nicht gerade gewöhnt. Das ist ja alles zerstört damals. Aber ich will jetzt auch nach Hause. In mein Bett. In dein Van. Also die spanische Treppe von oben. Man kann die Stufen jetzt hier nur erahnen. Vielleicht gehen wir noch die halbe Stufe da unten. Na, schauen wir mal. Bye, bye. Unseren Stellplatz über Park 4 Night haben wir auch gefunden. Die kleine rote Feuerwehr steht auf einem beleuchteten Parkplatz am Ende einer Sackgasse gegenüber einer kleinen Universität. Zoomen wir mal ran. Accademia di Danimarca. Ja, und hier werden wir bis morgen erstmal übernachten. Und dann morgen Rom Tag 2 angehen und dann mal schauen, was uns da so erwartet. Der zweite Tag in Rom startet. Nachdem wir eine sehr interessante Nacht hatten, das heißt, ab 23 Uhr hatten wir Jugendliche vor Ort, die mit circa bis zu 21 Fahrzeugen, so eine kleine zweisitzigen, etwas kleiner als Smart, unseren Stellplatz dort belagerten mit lauter Musik und so weiter. Also das war nicht ganz die ideale Wahl. Sind wir heute Morgen kurz U-Bahn gefahren und sind jetzt hier am Circo Massimo ausgestiegen, um uns hier die alte Arena anzuschauen, wo früher Streitwagenrennen beispielsweise stattgefunden haben. Ja, ihr seht es im Hintergrund an den Aufnahmen, da hinten ist das Forum Romanum und hier vorne, das ist alles das Feld. Ich werde vielleicht nochmal ein Bild einfangen, wo ihr das seht, wie das in der Antike aussah. Aber das ist das lange Feld, wo früher hier entsprechend die Rennen stattgefunden haben. So, hier werden wir jetzt gleich frühstücken und auf der rechten Seite, hier, das seht ihr jetzt im Bild, da finden immer noch Ausgrabungen statt, also sprich die Mauern, die ihr jetzt da hinten so seht, das wären noch originale
halt von damals sein. Ja, heute geht es wieder quer durch Rom. Verschiedenste Dinge werden wir uns anschauen und euch unseren Rombesuch einfach mal per Bild wieder wie gewohnt einfangen. So, in Rom, erste Sporteinheit im Circus Maximus oder Circus Maximus, keine Ahnung. Die Streitwagen sind früher hier lang, heute wird hier Beachvolleyball gespielt. Streitwagen, heute Gladiatoren am Ball. Siehst du, Gaborelli gibt gleich schon mal eine Einweisung, sehr gut. Da hinten im Hintergrund seht ihr das Forum Romanum. Am Ende der Straße Circus Massimo, dann dazwischen, circa dort, ist der Eingang vom Forum Romanum. Leider hätten wir uns da vorher anmelden müssen, kommen wir erst morgen rein, vielleicht. Und drehen wir uns um. Ja, der Titusbogen und direkt daneben das Kolosseum. Und wieder strahlender Sonnenschein und viele, viele, viele Touristen. Über den Tiber rüber, dann in die Mitte zur Insel. Zurück vom Tiber. Katja, wo sind wir jetzt hier? Wir sind von der Tiberinsel runter und sind jetzt hier rüber in so ein Gebiet mit Tee, habe ich vergessen. Trastevere, da steht's. Trastevere. Aber sehr schöne Gassen. Und hier gehen die Italiener essen. Ja, stimmt. Altstadt, ganz, ganz hübsch. Wir gehen mal weiter. Ja. Pizza, Pizza, Pizza. Frisch zubereitete Pizza, ja. Da hinten ist der Ofen und da packen wir die Pizza gleich rein. Sonnenuntergang am Petersdom. In 3 Minuten, 4 Minuten wird das wahrscheinlich ein wunderbares Bild werden. Rom in der Abendsonne, der Petersdom von hinten durchleuchtet sozusagen. Die Sonne kommt nicht von vorn, sie kommt also von hinten durch eine der Emporen, durch eine der Torbögen. Aber ich glaube, es ist auch nicht so häufig der Anblick. So, ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Aus diesem Blickwinkel stehen die Säulen genau hintereinander. Das heißt, man kann immer nur eine sozusagen erkennen.
Und wenn wir das jetzt mal ganz ein bisschen den Punkt verlassen, dann sieht man natürlich, dass es drei Säulen hintereinander gibt, beziehungsweise vier Säulen. Ja, wir gehen jetzt mal bewusst hier ein Stück rüber. Ja, hier seht ihr, dass es dann halt bei weitem mehr Säulen gibt. Aber da, wo die Gruppe sich gerade versammelt, da ist der Zentropunkt. Um sich die Säulen hintereinander anzusehen. Heute ist Montag, der letzte Tag in Rom. Wir waren jetzt zwei Tage unterwegs. Wir hatten wunderbares Wetter für Oktober, also perfekt. Keine Wolke am Himmel, 24 Grad. Wir haben schon eine Menge uns angesehen. Wir stehen hier auf einem Stellplatz in der Nähe der Villa Borghese in einem Park. Sehr zu empfehlen, sehr ruhig, aber nur unterhalb der Woche. Freitag und Samstagabend sucht euch bitte was anderes, weil hier ständig irgendwelche Jugendlichen Partys gefeiert haben. Es war sehr lustig. Heute schauen wir uns den Petersdom nochmal von innen an. Gestern waren wir 5 Minuten zu spät. André macht noch ein paar Optimierungsklebearbeiten an seinem Spiegel. Hier, den hatten wir aber auch schon ein paar Mal im Bild, ne? Naja, das muss immer weiter angedrückt werden, weil der Neigungswinkel normal so nicht einzustellen ist, aber so ist er jetzt mit extra viel Druck, dass ich da auch gut was sehen kann, wenn ich am Fahren bin. Also es ist eine Alternative. Aber der neue ist bestellt, in 2 Tagen, Lars freut sich schon, darf er mit mir den anbauen. Großer Lars. Ja, so, also was steht heute an? Also ich bin völlig fußlahm, ich habe eine Blase am Zeh und ich habe ein kaputtes Knie. Das heißt, ich werde nur in den Petersdom heute gehen. Ja. Wenn jetzt irgendwelche anderen Pläne für euch noch anstehen, werde ich mich wahrscheinlich in einen Café setzen und leckeren Cappuccino trinken. Aber wir haben schon ganz viel erlebt, André, erzähl doch mal. Ja, naja, wir waren am Kolosseum, muss man sagen, weil ins Kolosseum kommt man wieder nur, wenn man sich lange vorher anmeldet und entsprechend sich online registriert. Ins Pantheon wollten wir, das gucken wir vielleicht uns heute nochmal an. Ach so, stimmt, das wollten wir auch nochmal gucken, ob es heute die Schlange kürzer ist. Genau, ne? Da ist immer eine riesen lange Schlange davor, also locker eine halbe bis eine Stunde Wartezeit. Forum Romanum, auch da hatten wir gestern versucht, als große Gruppe noch reinzukommen, aber da hieß es, dass es heute noch eventuell Tickets geben würde, aber frühestens 16:34, das ist uns zu spät, weil wir heute schon wieder die Rückreise antreten. Also auch Forum Romanum, wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt, mit der Geschichte. Aber selbst drin waren wir nicht. So, dann der venezianische Platz, nenne ich es mal. Wie heißt das? Das weißt du doch wieder besser. Ja, da wo diese große... Venezia oder so ähnlich. Genau, Plaza Venezia, da ist dieses Gebäude aus Venedig. Das hatten wir schon im Video. Und auch dieses große weiße Gebäude, wo keiner so richtig weiß, was es ist. Es ist, ich glaube, ein Regierungsgebäude und gleichzeitig Denkmal. Aber wir haben nicht wirklich was darüber rausfinden können. Beeindruckend, dass auch 2 Quadrigas draufstehen. Ich meine, wir aus Berlin kennen ja das Brandenburger Tor, wo 1 Quadriga draufsteht. Die haben ein Gebäude, wo 2 davon drauf sind. Naja, und wenn man durch Rom spaziert und die große Flaniermeile, nenne ich es mal, die sie inzwischen abgesperrt haben, wo kein Verkehr mehr fährt, zwischen diesem Venezia-Platz und dem Kolosseum,
wo ja links und rechts haufenweise Ausstellungen sind und Ausgrabungen noch sind, sehr viele Säulen zu sehen sind, unter anderem hier auf der rechten Seite das Forum Romanum, wenn man den Blick aufs Kolosseum dann runter geht. Und das ist beeindruckend. Also meine Rom hat ja, oder die Römer haben ja kaum Platz, hier noch etwas zu bauen, weil alles irgendwo ein historischer Stein hat. Und selbst wenn man durch die Altstadt geht, was wir gestern ja auch nochmal abends auf dem Rückweg gemacht haben, und kommt dann in einem ganz normalen Wohnhaus vorbei, denkt man zumindest, sieht man auf einmal so ein 5x10 Meter breites Stück, was sie umbaut haben, wo unten drunter dann wieder Ausgrabungen stattfinden von älteren, offensichtlich sehr historischen Bauwerken, die da einst mal, ja, gesetzt wurden, beziehungsweise da irgendeine Gründungsgeschichte wieder dahinter hängt. Ja, wie hießen die beiden Brüder mit der Wolfsmutter? Romulus? Romulus und Remus. Remus, ja. Da weiß aber Mina besser Bescheid, wer jetzt wen erschlagen hat. Ja, das hatte sie uns gestern erzählt. Also die Erbauer von Rom, die ja auch mit dem Forum Romanum dann da zusammenhängen. Circus Maximo? Maximus. Haben wir uns gestern früh auch noch angesehen. Ja, wenn man sich das so vorstellt, dass da die ehemaligen Streitwagenrennen stattgefunden haben. Also für uns war es jetzt nicht mehr ganz so nachzuvollziehen, weil viel davon ist nicht übrig geblieben. Da ist die Haupttribüne noch ein bisschen zu sehen. Der Rest ist alles ja, mehr oder weniger grüne Wiese und wird aktuell von den Ortsansässigen für Sporteinheiten genutzt. Wir haben es gestern auch mal schnell genutzt und haben ein bisschen Volleyball gespielt, um ein paar Bälle da zu pritschen und zu baggern. Ja. Ja, was war noch? Wir waren gestern wieder mal in diesem überwältigenden Eisladen. 150 Eissorten. Ich glaube, gefühlt 20 oder 30 alleine, die mit Schoko irgendwas zu tun haben. Schoko, Erdbeer, Schoko, Himbeer. Ja, da geht das Herz der Familie auf. Was war das? 3 Kugeln, 4,50 Euro oder sowas? Nee, 3 Kugeln, 4 Euro. 3 Kugeln, 4 Euro. Ja, unter dem kriegt man es auch eigentlich kaum. Also es gibt irgendwo ein Small mit 2 Kugeln für 3 Euro, glaube ich. Aber so eine Eiswaffel einfach so ist nicht. Auf der einen Seite bezahlen, dann musst du einen Verkäufer finden oder ja, einen Auffüller finden, der mir das entsprechend in die Tüte packt. Aber muss mal sagen, wir waren noch woanders Eis essen und da war es teurer. Hm. Es war ja auch stimmt. Lecker, also das ist, ja, ja. Aber es war auch nicht, weil es jetzt was Besonderes war, nicht der teuerste Eisladen, was ich angenommen hätte. Also ja. Naja, Pizza essen waren wir gestern auch, aber irgendwie, also mir persönlich hängt die Pizza langsam zum Hals raus. Also Italien, Pizza, Pizza, Pizza. Ja, also wir haben noch nicht den richtigen Pizzaladen gefunden, vielleicht muss man es mal so sagen, weil den wir gestern hatten, war jetzt auch nicht à la Bonheur, Boden ein bisschen dick und kaum warm, also es waren vorgefertigte Pizzen, die da gemacht hatten. Ja, naja, aber gut, so haben wir wieder eine Erfahrung gesammelt. Der Belag an sich interessant, aber geschmacklich und wärmetechnisch halt leider nicht zu empfehlen. Und für 4 Personen... 36 Euro knapp war jetzt auch nicht unbedingt ein Schnapper, den man so im Imbiss mal schnell mitgenommen hat. Aber es ist halt auch Rom, das darf man nochmal nicht vergessen. Und Rom ist da sowieso alles ein bisschen teurer. Überrascht bin ich vom Verkehr. Ja, also ich hätte mit wesentlich mehr dichten Verkehr gerechnet. Wir sind jetzt auch nur 2, 3, 4, 5 Kilometer entfernt von der Altstadt, also von der Innenstadt. Und hier ist es schon wieder relativ ruhig. Aber die halten sich ja alle mehr oder weniger an die Verkehrsregeln, was ich aus Neapel, aus Napoli ja nun überhaupt nicht gewohnt war. Ja, da haben ja mehrere Motorradfahrer immer wieder meinen schon kaputten Spiegel immer wieder angeditscht und abgefahren so halb mit ihrem Helm und ihrem Schutzglas vorne an ihrer Aprilia oder was auch immer die da für Motorräder fahren. Also der Verkehr, der ist in Rom möglich. Den kann man auch als Berliner bestehen, wo der Berliner ja schon ein bisschen rabiat und robust fährt. Ja, aber gegen Napolitaner, sagt ja, man das ja, so, hat man keine Chance. Ja, naja, was heißt Chance schon, aber du musst halt mitmachen. Und wer guckt und Rücksicht nimmt, der ist da verloren, der steht noch 3 Stunden da. Also irgendwann muss man einfach rollen und fahren und irgendeiner hält dann schon an und macht Platz. Ja, jetzt würde ich sagen, auf zum Frühstück. Die Maschine ist gereinigt. Wir haben hier die Gläser heute Morgen schon wieder. Ach, das Spinn hat sich schon wieder verirrt. Die Windschutzscheibe mal wieder ein bisschen gereinigt, damit wir noch ein paar Bilder nachher aus dem Auto machen können. Heute Nachmittag geht es dann Richtung Norden wieder. Wir wollen uns noch morgen einen Wasserfall und eine Altstadt ansehen, die auf einem Gebirgsmassiv, nennt man das so, also auf dem Berg oben drauf ist, nur durch so eine Holzbrücke zu erreichen. Mal sehen, ob uns das gelingt. Aber wir werden euch berichten, wie es weitergeht. Bis dahin, zunächst mal tschüss, wir sehen uns. Wir starten unseren dritten Tag Rom, nachdem wir den Parkplatz leider etwas weiter oben gewählt haben, weil wir weiter unten keinen gefunden haben, aber hier oben gab es massig Platz.
Dafür werden wir belohnt mit einem wunderschönen Blick über die Stadt. Das dort in der Mitte müsste die Engelsburg sein, sprich links daneben der Petersdom, den man von hier aber jetzt noch nicht sieht. Wir werden gleich mal die Position verändern und dann sehen wir den hoffentlich. Von unserem Stellplatz vom Van nochmal einen Blick hinunter zum Petersdom. Hinein in den Vatikanstaat. Heute wieder auf dem Petersplatz beim Petersdom. Ihr seht im Hintergrund die Schlange. 11 Uhr. Ich habe sie schon länger gesehen. Wir stellen uns jetzt an. Wir wollen jetzt endlich mal da rein. Ja, die Kinder stehen schon an für uns. Die andere Reisegruppe ist schon vor uns drin. Aber es ist schon imposant. Darf man drin eigentlich filmen? Film ist drin verboten, aber es gibt eine tolle Seite, wo man einen virtuellen Rundgang machen kann. Werden wir vielleicht unten verlinken. Wie immer, alles Mögliche in die Videobeschreibung nach unten. Alles klar, also in die Schlange. Nach den Sicherheitskontrollen geht es jetzt rein in den Petersdom. Wenn wir uns das mal anschauen. Also es geht relativ schnell mit der Schlange. Die erste Halle im Petersdom, direkt wenn man reinkommt. Da geht's rein. Wir sind wieder raus aus dem Petersdom. Wir waren locker 2 Stunden drin, hätten wir nicht gedacht. Ein unheimlich imposantes Gebäude. Wir haben auch heimlich Fotos gemacht, aber wir waren nicht die Einzigen. 120 Jahre hat es gedauert, um den so zu bauen, von 1506 bis 1626. Also mehrere Päpste waren daran beteiligt. 20 Päpste. 120 Jahre Bauzeit, 20 Päpste. Aber es gab wohl 8 Baumeister in der Zwischenzeit. Nochmal hier einen Rundumblick. Wartezeit vorhin, ca. 20 Minuten, 30 Minuten, so viel war es gar nicht, um reinzukommen. Inzwischen, jetzt, was haben wir es, 14, 15 Uhr rum, ist die Schlange relativ klein. Die ist eigentlich gar nicht mehr da. Da drüben, geradezu, da ist der Eingang, beziehungsweise die Sicherheitskontrollen sind dort. Also lange anstehen muss man da nicht. Ja, interessant, die Bilder. Im Petersdom. Man denkt, dass es ja gemalte Bilder sind und wahrscheinlich wird es auch das ein oder andere gemalte Bild da drin geben, also ein kleines Gemälde, aber die ganzen großen Wandbilder oder Deckenbilder sind keine wirklichen Bilder, sondern sind Mosaike. Ja, also das sieht man manchmal wirklich nur aus einem ganz bestimmten Blickwinkel, wenn man ganz genau hinschaut. Auch sehr imposant, weil das sind ja auch Bilder, die nachgemalt wurden, ne? Also nachgestaltet wurden. Ja, andere imposante Bilder, die dann hier entsprechend auf die Wände transferiert wurden, also sprich abgebildet wurden. Ja, Hauptschiff, 2 Seitenschiffe, links und rechts, unten drunter auch viele, Katakomben will ich nicht sagen, aber Kellergewölbe. Wer sich also für die Architektur interessiert, kann sich das unten auch nochmal anschauen, wie das alles abgestützt wird. Ja, also es liegen verschiedenste Päpste unten in den Grotten, aber nicht nur Päpste, sondern auch andere Frauen zum Teil haben wir gesehen, die dort Zuflucht gesucht haben. Ich glaube, eine Königin von Schweden war auch dabei. Genau, eine zyprianische oder aus Zypern eine Königin. Und wir wollten dann noch in die Schatzkammer, aber die kostet 5 Euro extra. Museum der Schätze von dieser Basilika. Haben wir nicht gemacht, weil wir jetzt keine Lust hatten, uns da auch nochmal. Und wir tun wirklich auch diese Weh. Ja. Ja, und alles gigantisch groß. Also von hier vorne wirkt es gar nicht so groß, aber das ist ja halt auch nur das, nur in Anführungsstrichen, das Seitenschiff.
Und also so ein Querschiff nenne ich es jetzt mal. Aber was innen drin ist einfach riesig groß, riesig hoch. Also es ist ein gigantisches Bauwerk und nicht, ja, und ohne Grund ja, die größte Kirche. Jetzt im Oktober hier und ich empfinde es als unheimlich leer und vom Klima her super angenehm. Also ihr seht ja, ich bin jetzt hier 24 Grad. Stadtoutfit und ich kann mich erinnern, wir waren vor 8 Jahren hier im Hochsommer und das war so voll, es war natürlich vor Corona, aber es war so voll, dass du auch wirklich Angst haben musstest, dich zu verlieren und das, das ist kein Vergleich. Das, ich weiß nicht, ob es an der Jahreszeit liegt oder einfach durch Corona, dass die Menschen nicht mehr reisen. Naja, am Wochenende ist es schon voll, ne? Also Samstag, Sonntag, wir waren ja jetzt jeden Tag, also Sonntag waren wir hier, Samstag waren wir nicht hier. Aber es war jeden Tag voll in der Stadt, aber heute ist es heute am Montag einigermaßen leer. Ja, und besonders um die Mittagszeit, also jetzt hier 14, 15 Uhr, durchaus zu empfehlen. Ja, verschiedenste Bilder, verschiedenste Sarkophage, die drinnen liegen. Einfach imposant. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir fahren jetzt wieder Richtung Norden. Wir verlassen heute Rom am dritten Tag. Gehen jetzt zurück zum Van, der steht heute oben auf dem Berg. Auch ein nettes Panorama, was man von da oben hat, über die Stadt. Circa hier 1,5 Kilometer entfernt. 4 Euro Parkgebühren für 5-6 Stunden. Also auch das ist verschmerzbar. Und ja, zeigen euch dann wieder andere schöne Punkte, die wir in Italien hier noch besichtigen. Bis dahin verabschiedet sich das Team Van Berlin und sagt Arrivederci. Oh, servus. Ciao. Ciao, bella bella.